Ich kann viel mehr reden. Filme machen. Gut, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir nominiert zu dieser Grillbull-Challenge. Na, auwe. Die ist auch noch. Auftragslage voll bis Anfang Mitte August. Jetzt haben wir das auch noch in den Druck. Ja, irgendwie habe ich damit gerechnet, dass es kommen wird, aber ja, jetzt werden wir was machen müssen. Ein bisschen Schwimmen und Grillen war ja wieder mal gut. Ja, das stimmt eigentlich auch. Für die Stimmung ist es sicher gut, wenn wir jetzt wieder mal feiern und wenn wir wieder mal eine Garde machen. Aber jetzt müssen wir uns überlegen, was tun wir denn? Wir hätten einen Haufen Klöpperböden rumliegen. Die passen genau. Und damit da schon bauen, sind wir Spezialisten. Warmes Wasser bringen wir zusammen. Naja, aber dann sage ich dir Folgendes. Ich schlage dir jetzt vor, weil alle anderen haben was über Wasser gemacht oder für sein Tauchen. Und ich glaube, wir sollten in eine andere Ebene gehen und wir dann einfach einmal tauchen. Tauchen war mal was anderes, ja. Das war mal was anderes. Gut, aber jetzt müssen wir noch mal in die Bühne gehen, werden wir das irgendwie untersetzen, oder? Ich sage da, wir tun das, was wir immer tun, wo wir nicht wissen, wie wir es irgendwie unterbringen. Mit den Männern aus der Werkstatt reden, die haben irgendwie immer noch eine Lösung gefunden, dass wir es unterbringen. Hey Jungs, Hopfenblütentee, Chimpa-Friends, warme Würstler und ein Kreuzwurst. Was willst du denn? Ist soweit. Was denn da? Jetzt sind wir nominiert worden. Na. So, da. Der Grill-Bull-Challenge. Ah, oi. Da habe ich den. Erklär mal, wie stößt du das hier? Ja, da so, weißt du, unter Beine. Und da legen wir überall einen auf. Das ist ein Radler. Der Hönne, wo ist denn das Wasser? Ja. Oh, ist Wasser! Ja, liebe Challenge-Freunde, wir dürfen jetzt die Garde natürlich weitergeben und dürfen wen anderen nominieren. Und ich nominiere gleich einmal als Erster unseren Untermieter, der über uns
Der Hamis, die Firma Strabag in Klammer Hansi mit seinem Team. Hansi, viel Spaß. Ja, und ich nominiere die Firma Quell- und Brunnenbauer Willi Hönniger. Und zuletzt darf ich auch noch einen von unseren Nachbarn nominieren. Ich nominiere die Firma Marco rund um das Team vom Schlag Hermann und Brodinger Hannes. Lasst euch was Gutes einfallen. Ihr kennt alle die Regeln. Ihr habt 10 Tage Zeit, bis wir ein Video da haben. Sonst freut sich das Team der Firma Rizza auf ein Jausen und ein Fassel Bier für euch. Haut's rein! Spenden dürfen wir natürlich auch was und es ist uns eine besondere Ehre, dass unsere Spende wieder da reingeht in den Kindergarten nach Zederhaus, wo wir letztes Jahr schon ein kleines Projekt gemacht haben und ich glaube, da ist es in guten Händen. Da wird was kommen vom Team der Firma Rizza. Danke.